Ja, ihr Lieben, das Video ist ein bisschen umständlich umschrieben. Ich wollte einfach nicht so direkt mit dem Holzhammer draufkommen, weil es auch ein sehr sensibles Thema ist, was ich auch schon mehrfach gefragt wurde für die Videos. Und zwar, wie ich es sehe, wenn man mit Depressionen, mit ähnlichen Erkrankungen und Problemen den spirituellen Weg geht, ob das zusammengeht oder nicht, weil es halt auch Autoren gibt, die sich da eher negativ äußern, die das eher als schwierig ansehen, so nach dem Motto, dann verstrickt man sich nur in irgendwas. Und ich persönlich sehe es ein bisschen anders. Also ich persönlich denke, dass ein spiritueller Weg einem gerade in schweren Zeiten sehr, sehr helfen kann und eine starke Stütze sein kann. Ja? In gewisser Weise war ja früher die Kirche und all das sowas wie die Psychotherapie für die Leute. Also es gab ja damals noch keine Psychologie in dem Sinne. Das ist ja noch eine relativ junge Wissenschaft irgendwo. Und wenn das Emotionale aus dem Gleichgewicht war, dann sind die Leute in die Kirche oder in anderen Kulturen zu ihrem Schamanen, zu ihrem Priester, zu den Kräuterfrauen, was weiß ich nicht wohin. Ja, also was jeweils in der Kultur halt diese Stelle besetzt hat, das war ja sowas wie die Therapie für die Leute oder zumindest etwas, das ihnen Festigkeit und Kraft für den Alltag gegeben hat. Daher finde ich persönlich, dass das Spirituelle gerade in solchen Phasen auch wieder den Blick fürs Schöne öffnen kann. Es kann auch einfach so eine Art Boden sein. Du bist nicht alleine, du hast einen höheren Ansprechpartner. Du kannst dich mal so richtig ausheulen in einem Gebet oder ähnlichem oder auch in einem Ritual, das du gestaltest, dass das Schöne widerrufen. Ja? Es geht ja immer darum, wie man es macht. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Natürlich gibt es auch Leute, die sich in schwierigen emotionalen Zuständen, ich nenne es jetzt mal so, weil ich bin kein Profi für sowas und ich will hier keine medizinischen Begriffe überstrapazieren. Aber es gibt es natürlich auch, dass Leute, die sich in besonderen emotionalen Zuständen befinden, da reinsteigern. Dass das schwierige Formen annimmt, dass da so das Ganze dann irreal wird und sie sozusagen abspacen, ja, um es jetzt mal ganz unmedizinisch auszudrücken. Und klar, das gibt es. Aber für viele Leute, die in emotionaler, seelischer und auch spiritueller Not sind, ist ein spiritueller Weg einfach die Stütze. Das ist ein ganz starker Felsen, auf den man bauen kann, wenn man im Idealfall auch schon so ein bisschen eine Verbindung dazu hat. Manche gewinnen es aber auch erst mit der Zeit. Also es ist ja jetzt auch in den Therapien oder generell in den psychologischen Kreisen, sage ich jetzt mal so, wird ja auch immer mehr auf das Spirituelle geschaut, dass das eine stärkende Kraft ist. In welcher Form auch immer, also sei das nur Meditation, Achtsamkeitsmeditation wird für viele Stresserkrankungen empfohlen zum Beispiel. Natur wird bei Depressionen sehr oft empfohlen, dass man wirklich rausgeht, spazieren geht, die Natur annimmt und wieder was spüren lernt sozusagen. Das sind ja alles Dinge, die heutzutage viel mehr einfließen. Es war vor 20 Jahren vielleicht noch anders, aber heutzutage wird das auch alles offener, weil man einfach sieht, dass der Mensch ein ganzheitliches Wesen ist. Ja? Also, um es kurz zu machen, es gibt sicherlich ganz viele verschiedene Ausgangssituationen und man kann das um Himmels Willen nicht für jede Lage beantworten. Aber wenn man für sich selber spürt, das gibt mir Kraft, meinen Alltag zu meistern. Also es entfernt mich nicht vom Alltag. Ich werde nicht zum Sonderling. Ich werde nicht, ich steigere mich in nichts rein. Ich spinne mir da keine Fantasiewelten, ja, so gesagt. Sondern es gibt mir die Kraft, mich dem Leben wieder zuzuwenden. Wenn das der Fall ist, dann denke ich, kann es in vielen Fällen eine gute Unterstützung sein zu dem, was man sonst noch für seine Seele tut, um wieder die Balance zu finden, ja. Meine persönliche Meinung dazu, da gibt es sicherlich viele Ansichten, aber ich denke, wenn man es in einem vernünftigen und positiven Rahmen tut, dann ist es hilfreich.